Herzlich willkommen zum VfR TV. Heute am 26. Spieltag trifft unser VfR Garching auf den FC Unterföhring. Und somit ist Derby Time. Wenn man sich beide Mannschaften anschaut, spielt der VfR Garching oben mit und der FC Unterföhring probiert die Klasse zu halten und ist auf jeden Punkt angewiesen. Da schauen wir uns mal die erste Hälfte an. Florian De Brato eröffnete das Spiel mit einem Flatterfreistoß, doch der Keeper hielt. Gerrit Arzberger von außen mit schöner Flanke auf Dennis Niebauer, der mit zu genauem Maß und der Pfosten war im Weg. Der FC Unterföhring probierte auch mitzuspielen. Mit schöner Flanke in den 16er, der Angreifer mit sehr viel Raum und Platz, mit Auge für den mitgelaufenen Spieler, doch Sebastian Seibold ist zur Stelle, wenn man ihn benötigt. Daniel Weber gefiel die Situation gar nicht, suchte gleich das Gespräch mit seinen Spielern und erklärte die Situation. Nach einem langen Ball in die Spitze probierte FC Unterföhring den Zuschauern etwas zu bieten. Mit einer artistischen Einlage aufs Tor, mit schnellen Einwurf durch unseren Kapitän, setzte sich Gerrit Arzberger durch. Schöner Pass auf Oliver Haug, doch was macht der Abwehrspieler da? Kein Zweifel, der Schiedsrichter pfiff sofort Elfmeter. Ging an den Punkt. Der Keeper hat heute einfach den richtig guten Tag und hält den Elfmeter. Es gibt's ja gar nicht. Florian De Brato wieder beim Freistoß. Doch diesmal leider übers Tor. Der FC Unterföhring kam ab und zu auch vors Tor mit einer direkten Reingabe. Doch Sebastian Seibold pflückte sich den Ball einfach und so. Schamid leitete die nächste Szene ein. Oliver Haug über außen, zog in die Mitte mit schönen Schuss aufs Tor. Doch der Keeper war wieder da. Der FC Unterföhring kam über außen, doch die Flanke ging ins Leere. Doch sie bekamen die zweite Chance. Wieder Flanke, diesmal abgewehrt und der Schuss aus 16 Meter war aber kein Problem für Sebastian. Trainer Daniel Weber probierte seinen Mann nach vorne zu treiben. Mit einer Flanke aus dem Halbfeld legte der Stürmer vom FC Unterföhring auf für seinen Mitspieler. Doch Sebastian wieder da, kein Problem für ihn. Halbzeit. Mein Fazit von der ersten Halbzeit ist: eine druckvolle erste Halbzeit vom VfR. Der FC Unterföhring hat sich gut dagegen gestellt. Schauen wir mal in die zweite Halbzeit. Freistoß für den FC Unterföhring. Doch die Mauer war im Weg. Dadurch keine Gefahr für Sebastian Seibold. Eckstoß. Doch Sebastian Seibold mit den Fäusten dazwischen. Nachschussgelegenheit für den FC Unterföhring. Doch Oliver Haug schmiss sich dazwischen. Erneuter Freistoß für den FC Unterföhring. Diesmal mit kleiner Variante, Flanke aus dem Halbfeld, doch Sebastian pflückt sich wieder den Ball im 16er runter. Freistoß durch unseren VfR, doch leider ging die Flanke direkt zum Torwart. Der FC Unterföhring kam immer besser jetzt in der zweiten Halbzeit ins Spiel und kombinierte am 16er entlang und suchten den freien Mann. Doch als sie den freien Mann gefunden haben, war wieder ein Spieler von uns dazwischen. Erneute Ecke für den FC Unterföhring und schöne Reingabe. Doch Philipp Könighof auf brasilianischer Manier klärt ganz souverän. Georg Ball steht beim Freistoß, schaute sich die Mauer und den Keeper aus, nahm Maß. Mit feinem Solo kam der FC Unterföhring über die linke Seite nach vorne, mit schönem Rückpass nach hinten, doch ein Spieler von uns dazwischen und der Nachschuss wurde per Kopf zur Ecke geklärt. Diese Ecke kam auf den langen Pfosten, keiner da, doch der Nachschuss weit am Tor vorbei. Der FC Unterföhring kam in der nächsten Szene durch die Mitte mit feinem Distanzschuss. Doch Sebastian auf dem Posten mit der linken Hand dazwischen. Die Ersatzbank von Unterföhring sprang schon auf, weil sie ihn drin gesehen hatte. Der Coach verstand nicht, wie man so frei zum Schuss kam. Unser Abwehrchef mit feinem Pass auf den eingewechselten Stefan Prunitsch. Die letzte Szene gehörte dem VfR Garching wieder. Der lange Einwurf von Georg Ball konnte der FC Unterföhring aber doch
klären. Und unser Abwehrchef Daniel Steinacher kam zum Abschluss. Mein Fazit vom Spiel ist, wir haben, glaube ich, diesmal ein besseres 0-0 gesehen. Da gebe ab zur Pressekonferenz. Was sagst du zum Spiel in der Fazit? Ja, grüß euch, Bernd. Ich glaube, dass wir ein gutes 0-0-Spiel gesehen haben. War zwar viel Kampf in einem Derby. Bei uns sieht man ein bisschen die Verunsicherung und die Lockerheit, die gleich hat im Spielaufbau und im Ballfluss. Das ist ja bei uns jetzt noch nicht der Fall. Punktverlust oder Punktgewinn heute. Ich denke mal, nach vier siegreichen Spielen. Heute der erste Punkt, wo wir das erste Punkt haben abgemacht. Was sagst du zum Spiel? Ja, erstmal hallo zusammen. Wenigstens gute Kulisse heute, ein bisschen hier bei dem schönen Wetter vom Spiel. Ja, ich bin zufrieden. Mein Fazit vom Spiel ist, ich glaube, wir haben diesmal ein besseres 0-0 gesehen. Der FC Unterföhring hat das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht, die er zurzeit hat. Für den FC Unterföhring ist es ein Punkt Gewinn, für uns zwei Punkt Verlust meines Erachtens. Somit gebe ich doch direkt zur Pressekonferenz. Bei dem Wetterumschwung die Woche war das ein bisschen der Knackpunkt. Wir konnten es läuferisch mit dem Mittwochspiel nicht mehr ganz mithalten, sind eine halbe Position wieder nach hinten gerückt. Und können damit aber auch dann den Druck nicht mehr machen. Haben dann einfach meiner Meinung nach zu viel Standards zugelassen. Und im Endeffekt mit zwei glücklichen Situationen, nämlich mit dem auf der Linie geretteten Ball nach der Standardsituation und mit dem Fernschuss, den der Basti überragend hält. Bobby, war ein interessantes 0-0-Spiel. Ich sage danke, dass Sie wieder reingeschaut haben und ich hoffe doch, dass Sie nächste Woche, wenn wir nach Eichstätt fahren, dabei sind. Ansonsten hoffe ich, dass Sie sich das Spiel anschauen. Ich hoffe, es wird ein spannendes und gutes Spiel. Platz 2 gegen 3. In dem Sinne, auf Wiedersehen.